Ich grüße dich herzlich. Dieses Video über Fasten mit der Natur oder Fasten nach weltrussischer Tradition. Viele Menschen verstehen mich nicht, wenn ich sage, ja, bei mir, mit mir, wenn du fastest, dann fastest du in der Natur, im Zelten. Ich möchte wie möglich näher einen Mensch zur Mutter Erde bringen, zu dem Himmel, zu den Pflanzen, zu sich selbst und zeigen, dass die einfachsten Umstände ist das Beste, die Beste sind und Natürlichste, und die öffnet uns mehr für uns selbst, zeigen uns, dass wir können uns vertrauen, die Natur vertrauen und in Einheit mit der Natur, mit uns selbst und mit den anderen Menschen zu leben, weil wir fasten nicht alleine, wir fasten in einer Gruppe, wir tauschen uns um, wir kommunizieren, wir praktizieren unterschiedliche Praktiken, wir freuen uns. Wir einfach tauschen unsere Erfahrungen, und das ist sehr wertvolle Sache. Und natürlich essen wir nichts. Wir nehmen Abstand vom festen Nahrung. Es bedeutet, der Körper darf sich entspannen, das Verdauungssystem darf sich entspannen und beginnt sich regenerieren. Und der Mensch nimmt den Abstand von Ängsten wie Überlebensängste, wie einfach Existenzängste. Der Mensch nimmt Abstand von vielen Themen, welche ihm früher angesprochen waren. Und wir praktizieren sehr viel über Bewusstseins, also über die Seelenerfahrungen, dass der Mensch weiß, wie er ist. Und ich kann nicht sagen, was wirklich 100% kommt, weil jede Fasten ist ein bisschen anders, weil unterschiedliche Menschen kommen. Und es kommt vom alleine. Praktiken kommen grundsätzlich Praktiken, Beispiel wie weltrussische Praktiken, wie Massage innerer Organe, Schröpfen, das kommt sowieso. Aber innerlich her, dass das Bewusstsein erweitert, das kommt von alleine, kommt darauf an, wie weit sind die Menschen. Beispiel, es gibt Menschen, welche ziemlich schon weit, und mit denen kannst du unglaubliche Erfahrungen machen in Praxis. Wer bist du? Und dann beginnen die fühlen, beginnen die hell sehen und. Und es gibt Menschen, welche erst müssen im Vertrauen mit sich selbst, mit Körper kommen. Die haben panische Angst vorm Fasten, allein in die Natur zu sein. Im einfache Sachen zu sein, nichts kontrollieren, sondern einfach laufen lassen. Deswegen, es ist schon einzigartig, was wir bei uns in der Natur erleben in diese Fastenwoche. Aber es berühren zu beobachten nach dem Abschied, wenn die Menschen nach Hause gehen, wie würden die sensibel in dem Sinne, Herz öffnet sich. Die Liebe öffnet sich. Die Menschen wie eine Familie verlassen den Ort. Die sind so bewusst. Und ich habe Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen nach der Fastenwoche gehen auf Rohkost, weil die beginnen auch schätzen. Die beginnen sich schätzen, Natur schätzen, die Zeit schätzen, was denen berichtet diese Erfahrung. Und vom Erst, die beginnen leben, die beginnen Werte überprüfen und diese Werte zu leben. Und das gefällt mir wirklich. Ich freue mich auf jeden, wer so einen Mut zeigt. Nicht nur bloß Fasten, sondern diese tiefe Durchgang, seelische Durchgang zu sich selbst zu erfahren. Und das ist wirklich möglich, wenn eine gewisse Gruppe sich versammelt, Menschen mit bestimmten Absichten, und dann diese Transformation machen. Ja, und bis jetzt bei mir am Fastenwoche hat niemand abgebrochen, weil ich überzeugt bin, dass es gibt keine Probleme beim Fasten. Man muss nur sich vorbereiten zum Fasten, und da wird keine Probleme geben. Die Menschen müssen nur mit sauberer Leber kommen und sauberen Darm. Und wenn die genügend trinken, kann jeder überleben oder ohne Nahrung. Es ist alles Quatsch, wenn jemand sagt, oh, ein Mensch ohne Essen kann nicht leben. Die Natur zeigt uns, die Wildnis zeigt uns, die Tiere zeigen uns, dass es möglich ist, dass es auch natürliche Prozesse. Und unsere Ahnen haben regelmäßig
gefastet. Es ist nur bloß in dieser Gesellschaft geht es um ganz andere Werte. Es geht nicht um Mensch, es geht ganz was anderes. Und deswegen diese Fastenwoche, die ist gedacht für wahre Menschen. Für Menschen, welche wollen Transformation, welche wollen sich selbst zu erfahren, welche wollen sich selbst zu heilen, welche wollen erfahren die Möglichkeit, welche sie mit sich erfahren können, Fähigkeiten, welche beginnen sich öffnen und dann wird das nie stoppen, es geht immer weiter. Weil was denkt ihr, welche Fähigkeit jeder von euch hat? Es ist unglaublich. Und Schritt für Schritt zeige ich, wie es geht, was ist möglich und jeder geht in seinem Tempo. Es ist total simpel, einfach. Deswegen freue ich mich und wenn du möchtest, du kannst Beispiel mir Info über Seite www.wird-russische-wissen.com erfahren und du kannst auch über meinen Telegram-Kanal Jana Iga erfahren oder schreib mir einfach eine Mail. Auch Newsletter über sibirische-zedernprodukte.com kannst du da vieles erfahren. Da wird auch Informationen weitergegeben. Auf jeden Fall erfahre das weiter, gebe und wenn es dich anspricht, dann ist schon richtige Information. Und wenn du denkst, du kennst jemanden, dann gib diese Information einfach weiter. Es ist auch eine riesige Hilfe für viele Menschen, an richtige Informationen zu kommen. Ich danke dir vom ganzen Herzen. Alles Gute.